Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Black Flag. In der letzten Folge waren wir sehr erfolgreich im Harpunieren, im Verteidigen unserer kleinen Insel, beim Helfen unserer Assassinenfreunden und jetzt mit einem neuen Quartiermeister an Bord, mit einem weiblichen Quartiermeister, befinden wir uns gerade auf dem Weg von unserem letzten Standpunkt nach Kingston. Und da segeln wir erstmal hin. So, wir haben unseren Wegpunkt und los geht's. Natürlich, was da hinten blitzt, aber was ist das? Es ist im Stein. Mal ganz kurz lüren, was denn da blitzt? Oder ist das das Leuchtfeuer von Kingston, was da durch den Felsen? So viel Segel wie ihr könnt! Hoch, Männer! Setzt die Bramsegel! Alle außer Großbergen! Aha. Ja, Leute. Da gehen wir doch rein. Tja, ganz klar. Captain im Wasser! Das schauen wir uns näher an. Wenn wir da raufkommen. Okay, ich glaube, das geht nur, also ich vermute, es geht nur, wenn man auf dem Boot ist. Dass man da mit einem gekonnten Schwung darüber hechtet. Das, liegt jetzt zumindest nahe. Weil ich glaube, hochkommen tut mir da nirgends am Felsen. Ein Sturm, Captain! Bin ich übel! Warum? Leg die Hauptsegel in den Wind! Segel bergen! Großsegel setzen! Steuern genau auf die Klippen! Einholen! Einholen! Öffnen und trimmen! In die Wanden alle Segel öffnen! Alles niederholen! Hief! Weiß nicht, ob das... Okay, Leute, ich weiß es nicht. Vielleicht doch noch nicht. Aber anders? Der Captain geht schwimmen! Na, schauen wir es uns nochmal an. Also da oben. Das ist nur die Höhe. Aber wie kommen wir da rein? Oder kommen wir da vielleicht nur über die andere Seite? Das lassen wir jetzt mal kurz, wir stellen das mal hinten an. Ich hoffe nicht, dass wir uns da so easy hochkommen. Da nochmal probieren.
Nö. Kann ich auch nicht durchtauchen. Nee. Nee, Leute, das haut nicht hin. Dann fahren wir jetzt weiter. Wir segeln weiter nach Kingston. Vielleicht gibt es ja dann da irgendwie, wie man da hinkommt. Ich vermute, dass es dann daran gibt. Oder die Station ist. Tiefen der Hölle. Ja, man muss, die müssen alles dramatisieren. Ist doch gar nicht so schlimm. Bisschen so ein Wind. So, einmal schön um die Insel segeln. Schön an der Küste entlang. Hier haben wir wieder ein Vor, was uns ans Leder will. Aber wir haben uns ja schon erfolgreich bewiesen, dass wir uns dafür auch drücken können. Ah, das könnte klappen. Bleibt mal locker, Leute, ich habe euch gar nichts getan. Ich will hier nur in Ruhe segeln. Wetter genießen. Du beschießt mich da so elendlich. So, chill mal. So, der hier fährt auch gegen die Klippen, oder? Der hat sich das Ganze bei mir abgeschaut. Vor lauter Schauen, selber gegen die. Fregatte! Verdammte Royal Navy! Hey, ich will doch gar nichts von euch. Weg, du! Da wären wir doch schon in der lieblichen Kleinod Kingston. Ja, wir wollen hier hin. Wir wollen hier hin und feiern und uns dem Glücksspiel hingeben. Okay, warte jetzt. Im
Captain Kenway. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templers Woods Rogers. Der ist auf einer kleinen politischen Feier. Also seid leise. Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Ei, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor, Ruggiero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Ei, morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Okay, den italienischen Diplomaten aufspüren. Das sollten wir doch hinkriegen. Vor allem mit dem tollen D-Papier ist das immer piratengriffsfrei. Wo? Kommt zu Sinn, Leute! Ihr seid so verrückt wie ein Seewald im Blutrausch! Ja, das hat wehgetan. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh, ohne jeglichen Anstand. Stimmt doch gar nicht, ist doch alles super. Das wäre fast schief gegangen. Soll ich da cool wie ich bin da durchflutschen, aber das hat es ja gesehen. Jo, ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir Schleier. Den Herren für importierte Wein. See, things have got to lay off the whiskey. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat rum? Boah, nein. Va bene. Ich bin bereit. Okay, sorry, das machen wir gleich nochmal. Gut, dass wir jetzt schon wissen, was passiert. Ja, komm, komm, dahin.
auch gesehen. Es ist hier alles rot eingefärbt, deswegen hat es auch nicht funktioniert vorher. Alles klar. Das sieht man jetzt auch nicht. Preise den Herren für importierte Weine. Okay, wir holen uns jetzt erstmal hier ein bisschen Ablenkung. Schon mehr als einmal im Monat rum. Es ist wieder. Bastardo! Oh Mann. Na gut. War bene. Ich bin bereit. Genau, war bene. Und auf ein drittes Mal. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Hier lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir Schleier. Preise den Herren für importierte Weine. Wieder so, wir holen uns hier ein paar Meilen. Schon mehr als einmal im Monat rum. Es ist warten, bis die Burschen kommen. Bastardo, ich habe mich verlaufen. Wie kümmerlich diese Stadt doch ist. Nur gerade Linien und fantasielose Blöcke und dennoch kein Sinn für Ordnung. Oh, ich vermisse die warmen, gewundenen Straßen von Firenze. Ich vermisse die Kultur. Oh nein. Es gibt es doch nicht. Va bene. Ich bin bereit. Gehen wir. Mann. Wie schlecht ist das denn? Ah, so den tollen Schmarren geschmiedet, so den tollen Plan geschmiedet, meine ich natürlich. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, keine ästhetische Plan. Ja. Ihr lauft herum wie die Tiere. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir Schleier. Wow, oh mein Gott. Oh Gott. Das steht alles unter keinem guten Stern.
wir probieren es jetzt einfach nochmal. Sounds grand. Preise den Herren für importierte Wein. As to why a harmless old slaver would be sent. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum? Es ist widerlich. Verdammt! Habe mich verlaufen! Wie kümmerlich diese Sache! Nur gerade Linien und fantasielose Blöcke und dennoch kein Sinn für Ordnung. Oh, ich vermisse die. Was denn? Va bene. Ich bin bereit. Da war doch jetzt echt, da war doch keiner mehr. Jetzt nimmt es aber schon sehr genau. Na, mein junger Freund, was hast du hier anzubieten? Naja. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Zu gut hier einfach die beiden zack und wir wären alleine. Nein, ich weiß jetzt schon, wenn wir den wieder ertappt, warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleier darauf, oder er verschwindet in irgendeinem Haus und dann haben wir es wieder nicht geschafft. Aber nein, wir müssen positiv denken. Immer positiv, dass wir es jetzt einfach packen. So, hier Mädels, ihr seid hier mit dabei, weil ihr seid zu schnell. So, ich würde jetzt nicht so gut sagen. So, komm her. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum? Es ist wieder. Bastardo, ich habe mich verlaufen. Wie kümmerlich diese Stadt doch ist. Nur gerade Linien und fantasielose Pläne. Oh, ich vermisse die warmen, gewundenen Straßen von Firenze. Ich vermisse die Kultur. Diese teuflische Hitze. Ich nehme noch ein Stückchen. So, wenn er jetzt da rausmarschiert. Ach, eigentlich wollte ich doch jetzt gar nicht. Schauen, ob er jetzt weiterhin mit sich selbst redet oder was jetzt passiert. Ah, diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Hey, wo sind die? Ach, egal. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Du bist doch auch nicht mehr ganz normal. So, vielleicht jetzt nächstes Mal
schön aus dem Bus heraus. Und ihr seid alle Idioten. Uns anlegen. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleier. Kutsche! Was denn? Da ist doch keiner! Jetzt reicht's aber langsam. Va bene. Ich bin bereit. Gehen wir. Okay, wir versuchen es ein fünftes Mal. So, wir müssen mittlerweile die beiden hier sind. Egal. Die kann ich hier einfach auf offener Straße, oder? Und ihn? Ihn nicht. Ja, gut, er ist ja diese Stadt ist, ja, besitzt keinerlei Schönheit. Allseits bekannt. Keinerlei Lebensfreude. Keine ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere. Wie das Vieh, ohne jeglichen Anstand. Aber wie gut, dass man bei YouTube vorspulen kann. Also ich bin euch da auch echt nicht böse, wenn ihr meine Versuche, bis ich es dann mal pack, überspult habt. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleier. Aber natürlich schaffen wir es jetzt, weil diese Nummer lasse ich ihm jetzt so nicht mehr durchgehen. Verstanden? Du? Nur. Na, wir rennen an die vorbei und dann hier rüber. So lonely here. Sounds grand. Preise den Herrn, imposierte Wein. Babys. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat rum? Mio Dio, es ist wieder. So, Kollege, jetzt geh mal ganz entspannt vorbei. Ich habe mich verlaufen. Wie kümmerlich diese Stadt doch ist. Nur gerade Linien und fantasielose Blöcke und dennoch kein Sinn für Ort. Oh, ich vermisse die warmen, gewundenen Straßen von Firenze. Ich vermisse die Kultur. Diese teuflische Hitze. Ich nehme noch ein Schlückchen. Das trifft den richtigen. St. George, die besten Trauben der Welt. Ja, na also. Das erste Mal gleich. Okay, cool. Wir sind jetzt Diplomat. Und gehen jetzt mal schön abfeiern. So ungefähr wie die. Bam, ja. Hey, DJ. Salve.
Bitte verzeiht mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Doch, trotz all meiner Erfolge beliebt seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Okay, da warten jetzt mal ab, was er denn macht. Gott segne, Faske. Darum, hurra! Hurra auf die ehrlosen und ignoranten Schnösel, die mit einem Stock im Arsch die Welt regieren. Hurra! Ihr seid Mr. Ferraro, oder nicht? Ich bewundere eure Gewänder, diese Eleganz und Farbe. Grazie, grazie. Wie geht es, Mrs. Rogers, heute? Ich kann ja dasselbe von euch sagen. Sehr gut, ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugierde. Scusi. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Lasst uns das ein anderes Mal fortsetzen. Gehen Sie hin. Hoffentlich dahin, wo ich Sie ganz leise und unbemerkt. Ich zwang die Barbaren von Nassau in die Knie bei Gott und so will man es mir danken. Ich glaube es nicht. Da hätte ich auch stehen bleiben können. Verdammt richtig, so war es, Rogers. Und falls ihr zu Hause einen Leumundszeugen braucht, gebe ich euch gern einen Empfehlung. May have to cut anchor in the night and risk it. We're losing a lot of time and each man's on a share. So, mal schauen, ob das eine Runde nochmal geht, weil... Bedauern, Captain Rogers. Lasst ihr Unerledigtes zurück? Ja, dass ich die Instandsetzung von Nassau aus eigener Tasche zahlte. Mehr als 3/4 der Arbeiten auf dieser vermaledeiten Insel bezahlte ich von meinem eigenen Geld. Und wenn das nicht Beweis meiner Hingabe ist, dann ist der König ein Narr. Okay, die halbe Stunde haben wir natürlich jetzt schon voll, aber auch dass ich vorher das... Ja, eure Entlassung ist eine harte Schande, Rogers. Ihr habt mein Vertrauen. Aber ein bisschen länger gebraucht habt, hängen wir das jetzt einmal noch ein bisschen dran. Nun, es steht noch nicht fest, gewiss nicht. Wenn der König mich anhört, kommt er sicher zu einer vernünftigen Lösung. So, ich vermute, der macht hier nochmal dieselbe Runde, bei der wir uns jetzt langsam mal so platzieren. Das wird erst einmal kurz hinkommunizieren und dann platzieren wir uns vorher die Wache. Scusi! Und wie geht es, Mrs. Rogers, halt? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Ich hätte natürlich vorher auch schon machen müssen. Ja, ich bin nicht später freundlicher, wenn Sie sich mein Verstand haben. Bevor der andere Typ kommt. Okay. Mal schauen, ob der auch aufs Pfeifen reagiert oder nicht. Bürgerliche mit Verstand und Witz werden selten für ihre Mühen belohnt. Sie versucht gerade zu pfeifen, es geht aber nicht. Ich hoffe, das ändert sich eines Tages.
warst selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Kretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Hier, am Ende der Klinge, finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe, verrückter Hund. Unsere Quellen sagen, Principe. Was ist geschehen? Ist Captain Rogers verletzt? Eine Revolte? Was geht hier vor? Okay. Und hiermit stecken wir uns nochmal schnell. Und hiermit, mit dem Ende im Strohhaufen, verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, genau. Macht's es gut, haut rein und bis dann.